canto adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ich eröffne die 39. Sitzung der 15. Gesetzgebungsperiode des Tiroler Landtages und begrüße dazu sehr herzlich die erschienenen Mitglieder der Tiroler Landesregierung, die Damen und Herren Abgeordneten. Die Bundesräte sind heute entschuldigt, weil eine Sitzung stattfindet. Insbesondere darf ich den Herrn Landeshauptmann begrüßen, die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie alle anwesenden Gäste. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, die ihr unsere Stimmen aus dem Äther vernehmt, in hoffentlich beheizten Räumen verweilt, allein oder mit Freunden das Geschick der Menschheit bedenkend. Seid gegrüßt! Performerinnen und Performer, die ihr im Freien Theater Innsbruck unsere Stimmen vernehmt und auf euren Einsatz am Landhausplatz wartet, habt Geduld und nehmt unseren geschätzten Gruß entgegen. In dieser Stunde startet der zweite Versuch der Operation Wiedergabe. Diese Operation findet sowohl in ihren geschlossenen Räumen zu Hause als auch unter freiem Himmel am Innsbrucker Landhausplatz statt. Sollten Sie also Lust haben, Zeugin oder Zeuge der Live-Performance zu sein oder mit anderen, Ihnen unbekannten Menschen, im öffentlichen Stadtraum ein neues Spiel auszuprobieren, dann ziehen Sie sich jetzt warme Kleidung an. Schließen Sie die Tür hinter sich ab und begeben Sie sich auf den Eduard-Wallnöfer-Platz. Wir warten auf Sie. In 15 Minuten sind Sie bei uns und das Spiel kann beginnen. Sollten Sie aber gerade Ihren Aufenthaltsort nicht verlassen können oder wollen, so können Sie dieses Spiel auch allein mit uns mitspielen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass unsere Kommunikation in den nächsten 45 Minuten nicht abbricht. Wir bitten jetzt alle Spielerinnen und Spieler, die im Freien Theater auf den Beginn der Performance warten, und alle diejenigen, die in den letzten Minuten auf den Landhausplatz gekommen sind, sich beim Befreiungsdenkmal zu sammeln. Ziehen Sie sich warm an, positionieren Sie Ihr Handy mit Radioempfang richtig, fixieren Sie die Kopfhörer und gehen Sie ruhigen Schrittes zum Befreiungsdenkmal. Vereinzeln Sie sich. Kommen Sie zur Ruhe, blicken Sie um sich. Ich habe seit 25 Jahren diesen Unterrichtsgegenstand unterrichtet. Also können Sie mir zutrauen, dass ich diese Unterrichtsstunden keinesfalls zum Anlass für eine Werbung für persönliche Ansichten oder politischen Auffassungen gemacht habe. Und diese Art der Unterrichtsführung stellt, glaube ich, schon sehr hohe Ansprüche an das fachliche und an das pädagogische Können. Die Fragestellung an mich und die Feststellung, was also die mündlichen Anfragen betrifft, betreffend 2 Minuten Redezeit, ist die falsche Adresse. Okay. Die Zeit ist also. Sie wird schon drankommen, Sie brauchen Sie nur ansprechen, dann meldet Sie sich wieder. Die Frau Landesrätin, haben Sie gesehen, ist äußerst auskunftsfreudig. Sie gehen her und behaupten, das ist eine Berieselung. Herr
heute von 9 bis 13 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr dann 19.15 Uhr die Eröffnung der Frühjahrsmesse stattfindet und eine Reihe Abgeordnete und Regierungsmitglieder daran teilnehmen wollen. Nein, damit ist jetzt einmal klar, bitte schön, fragen Sie mich Dinge, wo Sie selber verantwortlich sind. Entschuldigungen und Beurlaubungen sind eingelangt. Ich habe Ihnen nämlich was mitgebracht, Herr Landeshauptmann. Sie sollten gleich aufmerksam sein, gleich in der Früh. Es ist noch ein bisschen früh für mich, Herr Landeshauptmann. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Erstens einen Katalog vom Tiroler Landesreisebüro und zweitens einen Scheck für einen Urlaub. Der Urlaub ist 2000 Euro weit. Wir sind im Bereich der Finanzpolitik die Nummer 1 im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und denken wir, wenn Ihnen ein Unternehmer diesen Urlaub schenkt und sagt, Herr Landeshauptmann, ich schenke Ihnen diese 2000 Euro, ich schenke Ihnen diesen Urlaub, aber nicht als Politiker, ich schenke Ihnen das als Privatperson, so einfach von mir zu Ihnen. Darf ich Sie auf einen Urlaub unter Freunden einladen? Und ich finde es abenteuerlich, geschätzter Herr Klubermann, ich finde es abenteuerlich, denn Sie haben ja die Geschäftsordnung im Landtag, Sie haben ja die Geschäftsordnung im Landtag beschlossen. Schauen wir uns schon mal auch die Zuständigkeiten an. Zuständigkeit ist nicht das Land Tirol, aber. Wobei es immer darum geht, eben, oder weil... Da haben Sie nicht einmal die Befähigung dazu zu sagen, wie Sie das sehen, denn ich glaube, auch im Internet werden die Leute, die ja zu das hören, sagen, Entschuldigung, das ist für mich schon ein wichtiges Thema. Aber ich wurde eben eingeladen, ganz besonders wichtig ist vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache... dass Sie sagen, hier wird berieselt. Tut mir leid, dass Sie nicht eingeladen sind. Ich glaube, so kann es nicht sein. Gut, meine Damen und Herren, was also die Medizinausbildung betrifft. Wer ist dagegen? Im Obleuterat wurden folgende Sitzungszeiten vereinbart. Aber ich wurde eben eingeladen. Eine Insel der Seligen in Tirol sein, wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen ein Netzwerk. Von 9 bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis zur Erledigung der Tagesordnung. Sollten wir am Donnerstag die Sitzung nicht schließen, ist als Reservetag der Freitag vorgesehen. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, die nächste Wiedergabe findet am 28. August 2013 statt. Wieder zu hören auf Freirad 105,9. Ba 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 ba